Na gut, dann bringen wir die jetzt mal zu Kor Anga. Oder wollte Kokalom die haben? Also Kor Anga hat uns gebeten, die zu finden, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er daraus einen Trank braut. Gucken wir mal kurz in unser Journal. Heilkräuter für Iberion. Nö, Kor Anga will die haben. Na gut, dann bringen wir auch Kor Anga die Kräuter. Jetzt müssen wir uns hier nur noch nicht verlaufen. Und nicht im nächsten Sumpfhai ins Maul fallen. Aber das sieht doch gut aus da vorne. Ah, so ein richtiger kleiner Steg. Schön, schön. Ah, wir haben ja auch die halbe Nacht damit verbracht, durch Sumpfwasser zu warten. Da haben wir uns ein bisschen trockenen Boden unter den Füßen verdient. Hm? Ja, du hast auch nur zugeguckt und nicht geholfen. Die hätten ruhig mal irgend so einen Templer reinschicken können. Oder auch einen Novizen. Der hätte ja nur schnell laufen müssen. Aber wir machen es ja gern. Wir wollen ja endlich unsere Aufgabe hier erfüllen, um dann möglichst schnell zurück ins neue Lager zu gehen. Denn da wartet eine schwere Söldnerrüstung auf uns. Und eventuell auch irgendwelche neuen Informationen. Denn eigentlich wollen die Wassermagier ja die Barriere sprengen. Das hätte schon was, hier endlich rauszukommen. Auch wenn wir bisher ganz gut davon profitiert haben. Wo ist der Tempel? In der Richtung irgendwo. Also ja, wir haben ziemlich davon profitiert. Wir haben unsere Kampffertigkeiten sehr, sehr steigern können in der ganzen Zeit. Wir haben jede Menge Ausrüstung bekommen, gute Kontakte geknüpft und jede Menge Erz gemacht. Also wenn wir hiermit aus der Barriere rauskommen könnten, hätten wir ein schönes Leben auf jeden Fall gesichert. So, haben wir uns jetzt doch verlaufen. Da ist der Eingang. Da müsste hier eigentlich der Tempel sein. Ja, da ist er doch auch schon. Theoretisch könnten wir unser ganzes Erz ja auch den Magiern spenden. Also für den Erzhaufen. Das würde zwar wehtun, aber wir wissen gar nicht, ob es das richtige Erz ist. Denn in der alten Mine haben wir ja erfahren, dass es normales Erz gibt und ein magisches Erz. Aber schauen wir erstmal hier weiter. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Kor Anga? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist Kor Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Das wage ich irgendwie zu bezweifeln, dass er so wichtige Gegenstände in seinem Labor zurücklässt. Manche lernen eben gar nichts dazu. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir. Das ist doch mal richtig praktisch. Schöne Sache. Also das mit der Ruhe, nicht mit Iberion. Und dass Iberion gesagt hat, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten, verheißt auch nichts Gutes. Zumal ein, zwei von den Baals ja schon vorher gesagt haben, dass er alle Ungläubigen töten will. Und wenn das jetzt noch was Schlimmeres sein soll als das, dann kann man nur mutmaßen.
Aber gut, wir haben hier definitiv unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben herausgefunden, worum es sich bei der Anrufung handelt. Nicht bei der Anrufung des Schläfers. Durch die Vision haben wir den Orkfriedhof gefunden, wo nichts war. Das war wahrscheinlich nur eine Falle, damit möglichst viele Menschen sterben, um diesen Schläfer zu stärken. Das wissen wir nicht. Aber es anzunehmen, warum hätte er uns sonst dahin gelockt? Na gut. Dann laufen wir jetzt mal direkt zurück zum neuen Lager, geben die Nachricht ab und schauen dann... Oh. Wir wollten ja eigentlich noch nachgucken, ob der Fokusstein in der Truhe war. Ja, da habe ich mich zu sehr ablenken lassen. Aber es ist wirklich nicht unbedingt naheliegend, dass der noch da ist. Trotzdem sollten wir nachgucken. Denn wir hatten ja extra von Korkolom damals die Aufgabe bekommen, ihn zu finden. Und wenn es so wichtig ist, dann hat er ihn bestimmt mitgenommen, wo auch immer er hin ist. Denn er ist zornentbrannt irgendwo anders hingegangen, um den Schläfer anzurufen. Das kann ja quasi überall sein. Es gab ja im Orgebiet noch jede Menge Ruinen, wo wir nicht waren. So, aber wo war jetzt seine Hütte? Die war oben bei den Templern. Bei dem Kräuterhändler? Der müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Also ja, solange wir den Fokusstein finden, kann es uns ja auch ziemlich egal sein, wo er hin ist. Aber irgendwie finde ich absolut den Weg gerade nicht. Da könnte es sein. Ja, das schaut gut aus. Und da können wir auch gleich nach den Heiltränken gucken. Das wollten wir jetzt ja auch schon seit einer Weile machen. Wenn er nicht gerade schlafen würde. Na gut, gucken wir erstmal hoch. Dann können wir uns ja auch oben in das Bett von Korkolom legen. Da wird sich keiner dran stören. Ist ja keiner da. Und am Morgen... Oh. Oder ist doch jemand da? Die Wache ist schon mal da. Das ist... Er hat kein Bett. Das ist ja auch komisch. Aber na gut. Schauen wir mal nach. Nix. Er hat ihn echt hier gelassen. Na gut, den nehmen wir mit. Das kam jetzt echt ein wenig unerwartet. Ich meine, wir waren uns ja schon so sicher, dass er ihn mitgenommen hat, dass wir das Sumpflager verlassen wollten, ohne nachzugucken. Aber jetzt? Gut, dass wir nochmal umgedreht sind. So, jetzt müssen wir nur noch ein unbewachtes Bett finden. Oder warst du der Kräuterhändler? Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Er hat nur was zu rauchen. Und ganz wenig Erz, das können wir uns verkneifen. Komisch. Wo könnten wir hier sonst Tränke kaufen? Es gab noch den einen Baal, der Magieunterricht gibt, hier vorne nämlich. Der hat aber nur magische Gegenstände verkauft, keine Tränke. Solange ich. Na gut, genug haben wir noch fürs Erste. Und im neuen Lager können wir uns dann ja weiter umschauen. Jetzt müssen wir nur nochmal den Weg hier rausfinden. Und wenn wir unterwegs ein Bett finden, fallen wir da einfach so rein. Denn nachts unterwegs sein ist doch ein wenig anstrengend. So, hier ist volles Haus. Hier ist volles Bett. Ja, die sind echt ein bisschen knauserig, was Schlafplätze angeht. Wie schaut es hier aus? Können wir dein Bett benutzen? Hey, du! Anscheinend nicht. Ja, vielleicht sollten wir das doch echt so machen wie der eine Typ im Sumpf. Einfach rumgehen, ein paar Leute umhauen. Das würde das Ganze wesentlich einfacher machen. Wir müssen sie ja nicht gleich umbringen, nur so niederschlagen, ihre Besitztümer mitnehmen und deren Bett benutzen. Aber na gut, jetzt folgen wir einfach dem Weg, das müssten wir selbst im Dunkeln alles soweit finden.
Mal schauen, was für eine Belohnung wir bekommen. Koranga hat uns ja auch was in die Hand gedrückt. Also, abgesehen von dem Teleportationszauber. Gucken wir mal kurz nach, was das sein könnte. Eine Waffe ist es schon mal nicht. Rüstung auch nicht. Das ist der Teleportationszauber. Die Amulette hatten wir auch vorher schon. Karte der Kolonie. Nee, das hatten wir auch schon. Was hat er uns gegeben? Komisch. Scheint wohl nichts Wichtiges gewesen zu sein. Vielleicht ein Heiltrank oder so. Davon haben wir ein recht gutes Pölsterchen bisher. Vielleicht hätten wir noch mit Lester sprechen sollen. Aber wir kommen bestimmt nochmal ins Sumpflager. Also mit Lester sprechen, weil er halt einen recht guten Draht zu haben scheint zu den ganzen Leuten da. Und vielleicht hätte er eine Ahnung, wo Korkalom hin verschwunden ist. Weil was haben wir denn außerhalb des Orksgebiets für Möglichkeiten, wo er sich zurückziehen könnte? Nicht wirklich viel. Also hier gibt es die eine Höhle, wo die Goblins drin waren. Dann gibt es den Ork-Friedhof. Aber da haben wir gerade erst aufgeräumt. Und da wäre er bestimmt nicht hin. Obwohl die Vision des Schläfers hat gesagt, dass wir da hingehen sollen. Und wenn Korkalom ganz fest daran glaubt, dass es richtig ist, vielleicht ist er doch dahin. Jetzt ist ja keine Gefahr mehr da, also könnte er sich da drin verbarrikadieren. Ja, da könnten wir dann später mal vorbeischauen. Sobald wir Bericht erstattet haben und keine größere neue Aufgabe bekommen, dann können wir da wieder reingucken. Und dann halt noch ein bisschen weiter hier jagen gehen. Hier im Wald könnte ja noch ein so ein Schattenläufer sein. So, da vorne wäre schon mal das alte Lager, aber da haben wir eigentlich nichts Wichtiges zu erledigen. Also wir hatten jetzt die Händler schon mehrmals überprüft, ob sie Heiltränke und Waffen und dergleichen haben. Also vor ein paar Tagen schon, da wird noch nichts Neues bei sein. Wenn wir jetzt in einer Woche oder so herkommen, dann vielleicht, aber jetzt jedes Mal hier einen Zwischenstopp machen muss ja nicht sein. Auch wenn wir kurz uns hinlegen könnten. Aber nee. Wir wollen jetzt möglichst schnell zurück ins neue Lager, um unsere Rüstung zu bekommen und so umzuhören, was für Neuigkeiten es dann noch so gibt. Denn wir waren ja eine ganz schöne Weile weg. Also gut, wir waren zwischendurch einmal kurz da, um zu gucken, ob das denn reicht, den Informationen. Aber so wirklich uns länger darauf gehalten haben wir schon eine ganze Weile nicht. Ich meine, wir waren ja alleine fast eine Woche auf Jagd. Also die ganzen Türme und Ruinen und was wir da alles gefunden haben bisher. Das hat eine ganze Ecke gedauert. So, da oben ging es ins Ork-Gebiet, da wollen wir mal nicht hin. Sondern wir wollen gleich hier runter bei den Jägerhütten vorbei. Dann können wir auch gleich mal gucken, ob der eine Jäger vielleicht was Neues zum Verkaufen hat, weil den haben wir, glaube ich, noch nicht überprüft. Also in den letzten Tagen. Der war hier vorne gleich. Ah, da ist er ja. Fleißig am Trinken. Ja, genau. Leg schön deine Flasche weg. Wir wollen handeln. Zeig mir deine Ware. Ein bisschen Erz hat er schon mal. Und jede Menge Bögen. Gut, verkaufen wir ihm ein paar Orkwaffen. Unseren Knochenbogen nicht. Was haben wir hier noch? Ein Amulett der Flammen, das können wir verkaufen, denn das Ork-Amulett ist besser. So, das ist mehr als genug. Obwohl er hatte 600 Brockenerz, ne? Na gut, wir brauchen ja auch nicht alles. Wir haben so ja schon eine ganze Menge. So, das soll reichen. Der andere Jäger hat nichts verkauft, oder?
Na, können wir gleich einfach mal gucken. Aber erstmal sollten wir zwischendurch abspeichern. Und 51.